ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es jetzt mit meiner Freundin Maren in den Stall. Und wir drehen einen kleinen Vlog und versuchen euch ein bisschen mitzunehmen. Viel Spaß dabei. Wir sind jetzt bei der Soli angekommen. Hallo. Hallo Frau Soli. Die ist begeistert, ne? Bist du begeistert? Da ist jemand neidisch auf eine Banane. Soli. Banane? Soli liebt Bananen. Wie man offensichtlich sieht. Da ist die Banane weg. Soli wird jetzt geputzt. Nachdem sie hier ihre Banane aufgemünzelt hat. Ja, dann ging es auch schon los. Das war unser Outfit von Eskadron und wir sind halt als allererstes ein bisschen um die Wiesen geritten, weil ich finde es einfach viel, viel schöner, im Schritt außen rum zu reiten, statt direkt auf dem Platz oder in der Halle. Deswegen sind wir da so ein bisschen rumgeritten und dann ging es auch schon aufs Stoppelfeld. So, wie ihr seht, war ich in der letzten Frequenz ein bisschen auf dem Stoppelfeld. Wir sind da ein bisschen getrabt, nur zum Aufwärmen, weil der so toll ist der Boden da ja nicht. Dann waren wir auf dem Springplatz und sind da ein bisschen locker getrabt. Aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass der Boden zu tief war. Deswegen haben wir einen Platzwechsel gemacht und sind hier auf dem Dressurplatz. Als allererstes, Soraya lief richtig beschissen an dem Tag, also die war super klemmig, ich musste super viel treiben, dadurch habe ich ein mega unruhiges Bein, mega unruhige Hände an dem Tag gehabt. Zudem nochmal, habe ich wahrscheinlich schon 100-mal erwähnt, aber Soraya hat einen Zungenfehler, das heißt, ihre Zunge sieht man beim Reiten. Das liegt nicht an meiner Hand oder am Sattel oder am Rücken oder sonst was, wir haben schon alles überprüfen lassen. Hier, man sieht, wie steif sie im Galopp wirklich ist. Da hatte ich sie eben in der letzten Frequenz ein bisschen rausgelassen und ein bisschen ohne Druck versucht zu galoppieren. Hier sieht man leider auch wieder das Maul aufgerissen. Und eigentlich sind das so Aufnahmen, die ich euch gar nicht hätte zeigen wollen. Aber ich möchte ja real bleiben und euch wirklich alles zeigen. Hier sind wir dann doch wieder auf den Springplatz gegangen, weil hier bin ich dann am Ende nochmal ein bisschen abgaloppiert. Sie war auch ziemlich schreckhaft an dem Tag. Ich wäre einmal fast runtergefallen. Zudem bin ich schon länger nicht mehr geritten, also 1,5 Wochen, was man auch sieht. Soraya lief blöd, ich bin blöd geritten. Zudem war auch noch die Kamera teilweise echt blöd, wo man auch sieht, dass es mehr oder weniger so milchig ist. Nur der Weitwinkel hat irgendwie funktioniert. Das war alles ein bisschen blöd an dem Tag, aber ich wollte euch trotzdem noch mal was zeigen, weil ich ja sehr, sehr selten was vom Reiten zeige, weil man da auch natürlich eine gewisse Angriffsfläche bietet. Aber deswegen mache ich das nicht, sondern hauptsächlich, weil ich niemanden habe, der mitkommt. Hier war die liebe Maren dabei. Und die hat uns netterweise gefilmt und anschließend sind wir dann noch mal zusammen um die Wiesen gegangen. Soraya denkt sich, okay, warum habe ich nichts zu fressen?
Entschuldigung. Ist auch schief gelaufen. Mein Spruch. Sorry. Getränk ist auch kontrolliert. Soli und ich hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen runter.